dass dieses Video hier auf meinem Kanal noch nicht existent ist, ist eigentlich ein Wunder, weil eigentlich vereint es zwei Dinge. Und zwar zum einen das Reisen, was ich super, super gerne habe, und zum anderen auf möglichst wenig Raum eine möglichst große Auswahl an Outfits mit dabei zu haben, in denen man sich wohlfühlt, die schick sind, aber trotzdem praktisch sind, die man möglichst vielseitig kombinieren kann, ist tatsächlich gar nicht so eine leichte Aufgabe, aber mit den Gedankengängen von heute werdet ihr vielleicht auf jeden Fall etwas leichter haben für euren Sommerurlaub. Ich habe nämlich so ein Gefühl, dass dieses Jahr wieder einige in den Sommerurlaub reisen werden und höchstwahrscheinlich für eine Woche. Und falls ihr eine Flugreise oder vielleicht auch eine Zugreise vor euch habt, dann wollt ihr meistens nicht mehr als 10 Kilo Handgepäck haben. Also irgendwie ist das Wetter heute nicht so, aber es ist trotzdem ziemlich, ziemlich warm. Dan und ich, wir reisen am Sonntag für eine Woche nach Menorca zu meinen Großeltern. Wir freuen uns sehr, weil das Ganze halt auch schon wieder 3 Jahre her ist, dass wir dort waren. Und ich auch 3 Jahre meine Oma nicht gesehen habe. Dementsprechend ist die Freude riesig. Allerdings möchte ich an dieser Stelle noch den Hinweis geben, dass Dan und ich sehr, sehr selten nur mit Handgepäck reisen. Das liegt ganz einfach daran, dass unser Kamera-Equipment meistens schon zwischen 12 bis 18 Kilo wiegt. Das Ganze nehmen wir natürlich immer im Handgepäck mit und dementsprechend müssen wir sehr, sehr oft Zusatzgepäck allein schon aus diesem Grund mit hinzubuchen, zumindest einen Koffer. Aber da ich weiß, dass die meisten von euch eben nicht aus so einem Szenario kommen, nicht die Laptops mitnehmen, nicht das Kamera-Equipment mitnehmen, ist es höchstwahrscheinlich sehr gut möglich, in einem 10 Kilo Handgepäck auszukommen. Und deswegen wollte ich mich dieser Challenge stellen, die wahrscheinlich die meisten von euch vor sich haben. Und dementsprechend würde ich sagen, nehme ich euch bei meinen Gedankengängen mit, macht das alles Stück für Stück und danach seid ihr hoffentlich perfekt gewappnet, um bei 10 Kilo Handgepäck alles dabei zu haben und euch tippitoppi wohlzufühlen. Lasst uns mit der Kosmetika bzw. dem Kleinkram starten, der sich meist schneller ansammelt, als einem lieb ist. Für meine Haare habe ich ein Glätteisen, eine Haarbürste, eine Klammer und ein paar Haargummis mit dabei. Zur Pflege habe ich ein Waschgel, ein Feuchtigkeitsöl, eine Anti-Odorant und einen Rasierer mit dabei. Fehlen darf auf keinen Fall Anti-Moskito-Spray und eine sehr gute, ergiebige Sonnencreme. Sowohl mein Shampoo, Conditioner als auch Duschgel habe ich in 100 ml Fläschchen abgefüllt. Dann fehlt noch Zahnpasta, eine Zahnbürste, mein Akku hält zum Glück über eine Woche und noch etwas Zahnseide. Make-up-technisch bin ich minimalistisch unterwegs. Ich brauche lediglich eine getönte Tagescreme, ein Puder plus Pinsel, ein Lippenbalsam, ein Concealer, ein Eyeliner und ein Rouge-Stick und etwas Mascara. Unabhängig von der Kleidung und Kosmetika fehlen bei mir dann nur noch Portemonnaie, Sonnenbrille, ein Ladekabel und AirPods und natürlich auch mein Handy. Weiter geht's nun mit der Unterwäsche. Höschen habe ich für jeden Tag dabei, also 7. Dann Periodenunterwäsche, 3 Paar Sneakersocken, da ich meistens eh barfuß bin, und noch 2 BHs, weil ich diese eh nur abends nach dem Duschen anziehe. Für den Strand brauche ich einen Bikini plus einen Ersatzbikini und dazu kommt dann noch ein kompaktes Mikrofaserhandtuch. Für mich für eine Woche mehr als ausreichend. Nun aber mal ab an die Kleidung. Da nehme ich 2 Überwurfkleidchen, ein Bali-Wickeltuch, 3 Crop-Tops, 2 T-Shirts und 1 Longsleeve mit. Dazu kommen dann 2 Röcke, eine Shorts und ein schickes Kleidchen. Super gerne habe ich auch noch den Estel Mar 3-Teiler und damit ich dann nicht friere, packe ich noch ein Leinenjäckchen und eine Jeansjacke ein. Jetzt fehlt nur noch eine lange Hose, ein T-Shirt zum Schlafen und eine Bauchtasche, um dann alles zu verstauen. Wenn alles eingerollt ist, fehlen nur noch die passenden Schuhe und die habe ich ganz bewusst sehr hell- und nude-farben entschieden. Einmal Flipflops, ein paar Sandalen und zu guter Letzt Sneaker. All das kann dann ganz platzsparend im passenden Handgepäckskoffer verstaut werden. Insgesamt bin ich dann auf knappe 9 Kilo gekommen.
Ich habe euch jetzt also komplett gezeigt, was in meinem Handgepäck drin ist und dass das Ganze nur knappe 9 Kilo wiegt. Und ich würde behaupten, man kommt sogar noch sehr, sehr gut auf 8 Kilo, was ja mittlerweile bei manchen Airlines auch der Fall ist, dass es nicht mehr 10 Kilo sind, sondern 8 Kilo. Dafür könnt ihr zum Beispiel einfach eure Kosmetika etwas weniger befüllen oder zum Beispiel auch darauf achten, dass eure Schuhe leichter sind und es zum Beispiel keine Absatzschuhe sind. Jetzt fragt ihr euch allerdings vielleicht, ja Sophia, wir wollen jetzt aber auch die Outfits sehen und sehen, ob das wirklich gut aussieht und funktioniert. Wie gesagt, die Links zu aktuellen Teilen findet ihr unten in der Infobox. Schaut da sehr, sehr gerne vorbei und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie die verschiedenen Outfits aussehen. Ich würde mal sagen, ab ins Reiseoutfit. Das ist der Look. Das ist das Outfit, mit dem ich reisen würde. Ich finde es super bequem, allein schon wegen der Gummibundhose. Die Jeansjacke kann ich später super gut tragen. Eigentlich alles, was ich anhabe, kann ich später im Urlaub auch super gut kombinieren. Habe es allerdings dann so geschichtet, zum Beispiel auch noch mit dem Crop Top drunter, dass ich mich entschichten kann, sobald ich ankomme, dass ich es nicht zu kalt habe und dass ich dadurch halt auch noch so ein bisschen Gewicht aus dem Handgepäck rausgenommen habe. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was in dem Koffer hier drin ist. Ich würde sagen, Bikinis, Handtuch, Unterwäsche und Co. brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ich werde euch wirklich so einen groben Einblick geben und dann nochmal durchzählen, wie viele Outfit-Kombinationen es gibt. Aber ich denke, ihr kriegt einen richtig guten Eindruck, dass ich gerade auch farbtechnisch eigentlich schon auf Farbe gesetzt habe, aber auch Farben, die ziemlich gut miteinander harmonieren und mittendrin dann nochmal solche Basics wie halt weiß oder schwarz reingemischt habe. Lasst uns mit den zwei Jäckchen starten. Ich habe extra zwei Jacken gewählt, die zu allem Möglichen passen. Also es gibt nicht ein Outfit, was nicht irgendwie dazu passt oder halt eben ein Longsleeve, falls ich keinen Bock habe, eine Jacke zu tragen. Also ich habe zum einen diese Leinenjacke, die kann ich super gut einfach binden und dadurch habe ich dann ein bisschen was Schickeres. Ich kann sie auch offen lassen, ich kann sie gut am Strand tragen, ich kann sie gut tagsüber tragen, ich kann sie gut abends tragen. Dazu ein paar Sandalen und schon ist das schickere Abendoutfit gesichert. Und falls man es doch irgendwie ein bisschen cooler haben möchte, habe ich das zweite Jäckchen und zwar die Jeansjacke. Die finde ich ist auch gerade in so einer hellen Farbe etwas, was super cool für den Sommer ist und echt mit super vielen Sachen tragbar ist. Ich habe insgesamt 5 Oberteile dabei, davon 3 Stück Crop Tops und 2 T-Shirts. Je nachdem, ob ich es eher abends trage oder eher zum Strand trage, die Schultern vielleicht bedeckt haben möchte. Gerade mit so einer beigen Hose oder, wie ihr merkt, die Schuhe sind ja auch alle relativ hell, passt eigentlich alles Mögliche. Da passt sowohl weiß, schwarz, aber vielleicht auch ein bisschen Farbe. Wie zum Beispiel bei dem Crop Top hier, das ist genau das gleiche wie das schwarze. Das gibt es bei uns im Estelle Mar Shop und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es. Ich glaube, ich habe das so ziemlich fast jeden Tag an. Und auch bei den Unterteilen habe ich zum Beispiel darauf geachtet, dass ich die Farbe so ein bisschen wieder aufgreife. Zum Beispiel in Kombination mit diesem Rock. Ich finde, das ist eine super sommerliche Kombi. Und es ist jetzt auch irgendwie wurscht, ob man das schick mit Sandalen kombiniert oder vielleicht doch ein bisschen sportlicher mit einem T-Shirt und Sneaker. Insgesamt auf jeden Fall nochmal ein kontrastreicherer Look. Und auch die anderen Oberteile passen alle zu diesem Rock, obwohl er floral ist. Aber gerade, weil die Farben hier sich halt zum Teil bei anderen Teilen widerspiegeln oder eben auch ziemlich bedeckt sind, ist das wirklich eine ziemlich gute Option, um so ein bisschen Pep reinzubringen, aber trotzdem noch ein ziemlich wandelbares Teil mit am Start zu haben. Eine Sache, die bei mir absolut nicht fehlen darf, wer hätte es gedacht, ist meine Badihose. Ich finde, das ist so ein wandelbares Stück, was ich keinen Sommer mehr missen möchte, egal ob ich im Urlaub bin oder zu Hause bin. Vielleicht habt ihr auch eine Badihose daheim und könnt mal eure Erfahrungen unten in die Kommentare schreiben. Diese Badihose haben wir auch bei uns im Shop in ziemlich vielen verschiedenen Farben und ich finde, die passt zu jedem T-Shirt, zu jedem Crop Top. Das Coole ist, man kann die Hose auch nochmal als Jumpsuit binden, falls man möchte. Und ich finde sie einfach sehr, sehr praktisch, wenn man eh ein Bikini drunter hat. Und es ist irgendwie so das perfekte, ich gehe zum Strand Teil. Aber gleichzeitig ist es auch super schick, wenn man abends irgendwo essen gehen möchte. Von daher etwas, was ich auf jeden Fall nicht zu Hause lasse. Und da wir eben gerade beim Thema Strand waren und Überwurfkleidchen, dieses Kleidchen. Das wirkt, finde ich, am Anfang erstmal so ein bisschen, Das ist wie so Liebe auf den zweiten Blick. Und wenn man diese Liebe dann entdeckt, möchte man dieses Kleid einfach nie wieder hergeben. Warum ist das das perfekte Strandkleid? Es ist zum einen bedeckt, also es ist irgendwie nicht zu knapp. Gleichzeitig schützt es dadurch halt auch ein bisschen mehr vor der Sonne. Und insgesamt ist es einfach überhaupt nicht eng, aber trotzdem, finde ich, macht es irgendwie so eine schöne, lässige Figur. Ist nicht zu sackig. Dadurch, dass es halt nicht so eng ist, schwitzt man halt auch nicht wirklich. Dadurch, dass es Leine ist, ist es auch schön luftig. Und es ist so leicht an- und auszuziehen. Also wirklich einfach so rein, raus. Vielleicht kennt ihr das, man kommt an den Strand, man hat sich schon eingekriegt, man möchte nicht irgendwo kleben.
das ist Kleid, was man dann drüber zieht und dann echt denkt, boah, ist ja easy. Also auf jeden Fall von mir eine sehr, sehr große Empfehlung. Und ich habe noch ein zweites Überwurfteilchen für den Strand, die sich an sich genauso wie das Kleidchen verhält, super leicht an- und auszuziehen, nur halt eben ein bisschen taillierter, je nachdem, wie fest man es halt machen möchte. Aber das Material ist halt super schön sommerlich. Und ich finde, so eine weiße Tunika-Bluse, das macht das Outfit, obwohl es jetzt halt echt so ein Strandgeh-Outfit ist. Und was ich finde ja auch ruhig knapper sein kann in so einem Sommergebiet, ja, trotzdem irgendwie richtig elegant. Dementsprechend finde ich, ist es ein Teil, was man nicht nur so zum Strand zum Überziehen anziehen kann, sondern halt auch abends, wenn man da nochmal essen geht oder sowas, ziemlich, ziemlich schön kombinieren kann. Und wo wir beim Thema Essen sind, ich habe natürlich auch noch ein paar schickere Sachen mitgenommen. Ich finde, das kann man aber auch so im Alltag gut tragen. Und zwar so ein schönes, leichtes Kleidchen mit einem aufwendigeren Rücken. Also habe ich auch super, super gerne. Und vielleicht fällt euch eben gerade auf, das könnte so ein bisschen zu zerknittert sein. Das ist eine Sache, die kann man leider nicht verhindern, wenn man halt eben alles auch so klein rollt in seinem Handgepäck. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sobald ihr ankommt in der Unterkunft, hängt alle Sachen auf. Also wirklich alles, was ihr aufhängen könnt, hängt es auf. Meistens ist es in solchen Gebieten auch ein bisschen feuchter und durch die Wärme entspannt sich das Material relativ schnell. Falls ihr keinen Platz habt, solch einen super praktischen kleinen Steamer mitzunehmen. Ich verlinke euch den auch sehr gerne in der Infobox. Also ich muss ehrlich sagen, ich reise fast nur noch mit diesem Steamer, vor allen Dingen, wenn ich auch noch sowieso mein Gepäck eventuell sogar unten habe. Der ist nicht sonderlich groß, aber super, super leistungsstark. Also ich steame damit teilweise auch die ganzen Kollektionen, wenn wir Shootings haben, mit diesem kleinen Teil. Und gerade bei so einem Jäckchen bleibt natürlich die Frage abends, wenn es ein bisschen frischer wird, hast du auch eine Jacke, die dazu passt. Ich finde diese Jeansjacke stylt das Outfit irgendwie nochmal auf, ist so ein kleiner Stilbruch, aber finde ich, hält auf jeden Fall abends dann auch nochmal warm. Und bei mir darf seit letztem Jahr auch eine weitere Sache nicht fehlen, und zwar ein cooler Zweiteiler bzw. Dreiteiler. Ich habe nämlich noch die passende Shorts dazu. Auf alle Fälle habe ich hier erstmal die lange Variante an mit diesem wunderschönen Schlitz, und das ist wirklich etwas, wo ich sage, hey, das kann man im Alltag tragen. Zum Beispiel, wenn man die Hose einfach mit diesem weißen Crop-Top kombiniert. Also wie ihr seht, auch die anderen Kombinationen funktionieren sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel nur ein Teil anziehen möchte. Oder halt eben in dieser Zweiteiler-Kombination, was ich sehr, sehr schick finde. Also wenn man abends damit irgendwo essen geht und ausgeht, ist es auf jeden Fall schon mal ein Hingucker, würde ich jetzt mal sagen. Also wir haben das Set auch bei uns im Shop seit letztem Jahr und es kommt so, so gut bei euch an. Es gibt es auch in so vielen Farben. Aber ich würde sagen, wir probieren jetzt noch einmal die Shorts an und schauen, ob die Kamera noch richtig eingestellt ist, weil jetzt kommt eben gerade die Sonne so richtig schön raus. Auch eine richtig coole Kombination, wie ich finde, habe ich richtig, richtig gern. Und das Oberteil kann man auch andersrum tragen. Also falls ihr den Ausschnitt nicht vorne haben möchtet, sondern lieber am Rücken haben möchtet, könnt ihr es einfach umdrehen. Dadurch habt ihr dann auch mehrere Kombinationen. Und insgesamt, ich habe euch nicht alle Kombinationen gezeigt, habe ich mindestens 25 Outfit-Kombinationen mit dabei. Ich sage jetzt mindestens, weil ich würde behaupten, es geht auf jeden Fall noch mehr, aber ich denke, 25 Outfits für so einen Sommerurlaub, wo man wirklich auch, sage ich jetzt mal, für die Standardtemperaturen dort gewappnet ist, schaut natürlich vorher einmal die Wettervorhersage, sind ziemlich viele Optionen und damit kommt man, glaube ich, ziemlich, ziemlich gut aus, sodass man auch echt nicht das Gefühl hat, dass man jeden Tag gleich aussieht. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was ihr zu den verschiedenen Kombinationen sagt. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass ich den Schmuck tatsächlich nie geändert habe. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mittlerweile keinen extra Schmuck auf Reisen mitnehme, sondern einfach ein cooles Set zusammenstelle, wo ich happy mit bin, und dann ziehe ich das einfach schon während dem Reisen an und habe dann eigentlich nur noch diesen Schmuck an für die eine Woche. Ich hoffe wirklich so sehr, dass euch das Video geholfen hat und nicht nur gefallen hat. Also hoffentlich hat es euch gefallen. Falls ja, dürft ihr dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben geben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen möchtet. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch sehr gerne auf Instagram vorbeischauen. Dort kriegt ihr dann so ein paar Eindrücke aus Menorca. Und was mich wirklich so, so sehr interessieren würde, gibt es vielleicht eine Sache, die ich nicht mit dabei hatte, wo ihr sagt, darauf kann ich persönlich nicht verzichten, dann lasst es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich verlinke euch hier einmal ein sehr, sehr passendes Thema, und zwar Capsule Wardrobe. Falls ihr vielleicht Lust habt, auch euren Kleiderschrank daheim etwas zu minimalisieren, dann ist das auf jeden Fall das richtige Video. Und ansonsten wünsche ich euch wirklich noch einen wunderschönen Sommer. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!